Test, Test, Ton, Ton, Bild, Bild, Ton. Ja, funktioniert alles. Wunderbar. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von City Skylines. Und zwar habe ich tatsächlich den Spielstand wieder zum Laufen gekriegt und ein Universitätsgebiet angelegt. Ein bisschen, also hier ist das Hauptgebäude, es ist eine Berufsschule. Hier sind die Dorms, da wohnen die Leute drin, hier haben wir die Hausmeisterei und eine kleine Bibliothek, ein Bücherclub. Hier den Berufsschullernsaal und hier haben wir tatsächlich noch eine kleine Polizei, die aufpasst, dass alles mit dem Rechten zugeht. Und zwar in dem Gebiet, wo wir ursprünglich die Windräder stehen hatten. So. Ja, hier, das Gut Petersen läuft relativ gut und und hier unsere Forstwirtschaft hat mittlerweile auch 3 Sterne. Ich glaube, wir könnten hier vielleicht neue Gebäude bauen. Was haben wir hier? Sägemühle, noch eine Sägemühle und eine Biopelletfabrik. Was ist das hier? Geothermiekraftwerk, ach so, okay. Und das sind Sägemehllager. Ja, da gucken wir mal, was wir da noch bauen können. Im Forstwirtschaftsgebiet. Ich muss erstmal hier die Chiasamen aus dem Weg räumen. weil die stehen vorm Bildschirm und ich kann da nicht erkennen, was ich hier mache. Okay, gucken wir mal. Ja, sieht nicht so aus, als ob wir sonderlich viel mehr machen könnten. Hier die Sägemühle, Biopelletfabrik. Haben wir hier eine Möbelfabrik, die wir bauen können? Haben wir die schon gebaut? Die haben wir scheinbar schon gebaut, ja. Ach, hier unten ist sie. Okay. Und die scheint auch zu funktionieren. Das ist ja wunderbar. Ja, Möbelfabrik funktioniert. Das heißt, unsere beiden Industriegebiete sind gerade vor. Hier haben wir ein kleines Problem. Die Leute beschweren sich über zu hohe Steuern. Aber das lassen wir erstmal so, weil wir können momentan den Bedarf, obwohl, warte mal, hier sind ja Kriminalitätsrate zu hoch. Hier müssen wir vielleicht mal eine Polizei hinbauen. Blopp. So. Ich glaube, wir können die Steuern etwas senken. Weil wir kriegen 10.000 rein. Warte mal. Ach so, das sind die Gewerbesteuern, ne? Okay. Stellen wir mal alles auf 11. So, jetzt, wo wir eine Universität haben, können wir dann auch langsam daran denken, dass wir hier diese Bürogebiete bauen. Die brauchen Universitätsabsolventen. Mal gucken, haben wir da schon welche eingebaut? Nein, haben wir noch nicht. Also, könnten wir theoretisch hier machen, wo die Leute sich beschweren? Oder wir könnten hier das einfüllen. Obwohl, wir wollten ja eigentlich die Wälder erhalten. Aber was wir machen können, ist hier überall, wo keine Bäume stehen, bauen wir noch ein kleines Bürogebäude, ein Bürogebäude rein. So. Und hier, ja. So, und dann schauen wir mal, ob die angenommen werden. Dann bauen wir ein paar mehr. Oh. Haben wir genug Bestattungswesen? Ja, sollten wir eigentlich haben. Also bis jetzt passiert da noch nichts. Was ist das hier? Löschhubschrauberdepot. Vielleicht könnten wir hier noch eine Reihe von Bürogebäuden machen. Brauchen wir Einbahnstraße nicht wirklich. Und dann machen wir in der Mitte mal von den einzelnen Bürogebäuden machen wir mal so Fußgängerzonen. Ich weiß nicht, ob das
unbedingt sinnvoll ist, aber finde ich jetzt mal eine Idee. So. Diesen Straßen können dann nur Fußgänger, Fahrradfahrer und Servicefahrzeuge. Da müssen die Leute halt draußen parken, aber damit sie das können, können wir hier einen Parkplatz. Nehmen wir mal den hier. Stellen wir hier einen Parkplatz hin. So. Und natürlich brauchen die Leute Wasser. Wollen wir mal das ganze Universitätsgebiet bewässern, dann brauchen wir das nachher nicht machen. Immer schön an der Straße entlang, wie das im richtigen Leben auch passiert. So. Weil an den Straßen, das wird wahrscheinlich der erste Ort sein, wo wir dann die neuen Gebäude hinstellen. So, gucken wir mal. Wie groß ist das Universitätsgebiet? Es ist tatsächlich dieses Ganze hier. Könnten wir das rausnehmen, weil das sind ja jetzt Bürogebäude. So. Ist die Frage, ob wir den Namen Staatliche Universität Victoria wollen oder Bobeheide Berufsschule. So, wie wäre das? Die Attraktivität des Campus ist großartig. Wir haben auch fast genug Studenten, um aufzusteigen hier, wie man sieht. Das Einzige, was uns fehlt, sind akademische Werke. Und die können wir hier entweder im Handwerksbereich, im Gastgewerbebereich oder in IT und Maschinenbau. Können wir hier einen Grant geben, so ein Forschungsstipendium. Und dann forschen die und entdecken vielleicht irgendwas, wer weiß. Und das geben wir jetzt mal in Auftrag. Wir brauchen 2 Stück davon, damit wir aufsteigen können. Und das ist eine ziemlich gute Idee. Dann kann man hier noch Richtlinien machen, so einen Uni-Arzt einstellen, kostenloses Mittagessen ist immer eine gute Idee. Und fertig ist. So, gucken wir mal. Normalbetrieb, sehr gut. Können wir hier sonst noch irgendwas bauen in der Boberheide Berufsschule? Wir könnten noch die Polizeiakademie hier irgendwo hinbauen. Aber ist die Frage, ob wir das machen. Warum kein Müll? Warum keine Müllabfuhr hier? Weil wir den Müllverarbeitungsstatus, da sind wir ein bisschen hinterher. Machen wir mal hier direkt am zentralen Kreisel. Hier unten. Hier bauen wir ein paar Müll. Recycling Center hin. Und hier steht eh schon eins. Hier oben war noch ein Industriegebiet. Hier können wir auch noch eins hinbauen. So. Zack. Es reicht noch nicht scheinbar. Warum nicht? Ach, die haben keinen Strom mehr, logisch. So, reicht das jetzt? Ah, gerade so nicht. Bauen wir noch eins. Was bleibt uns übrig? Jetzt reicht's gerade so. Vielleicht sollten wir noch eins irgendwo hinbauen. In einer anderen Gegend. Hier hinterm Stadtpark vielleicht. So, hier. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Naja, typisch.
Aber die Müllsituation müssen wir im Auge behalten. Und die Wassersituation müssen wir auch im Auge behalten, sehen wir gerade. Okay. So, jetzt passiert's nämlich. Jetzt läuft der Fluss aus. Okay, also das war eine dumme Idee. Bauen wir lieber zwei Wassertürme. Jetzt hier den Müll hinbauen, das ist natürlich nicht gut. Warte mal. Das war blöd von mir. Wir müssen die Wassertürme irgendwo hin, wo keine Verschmutzung ist. Sonst werden uns die Leute krank. So, das ist besser. Und jetzt noch ein Müll hier hin und hier hin. Ach so. So, wie sieht unser Müll aus? Jetzt im grünen Bereich, sehr gut, wird nicht lange halten. Wir brauchen eine Abwassergeschichte hier. Bauen wir mal hier ins Industriegebiet. So. Ja, wunderbar. Beides im grünen Bereich, sehr gut. Ja. Dann beobachten wir mal weiter unsere Berufsschule. Können wir Lehrer einstellen? Dann hätten wir eine höhere Chance. 20.000 pro was? Pro Woche. Was ist hier? Nicht genügend Kunden. Aha. Aber unser Bürogebiet sieht schon ziemlich gut aus hier. Da gehen unsere ganzen Berufsschüler hin momentan. Ist das nicht wunderbar? Ja. Ah, der Park ist aufgestiegen. Sehr gut. Können hier jetzt diese Findlinge aus der Eiszeit platzieren. Ja, zack, sehr gut. Ich glaube, damit ist der Park voll aufgelevelt. Alle Achtung. Brauchen trotzdem mehr Industriegebiet scheinbar. Könnten hier noch vielleicht so generisches Landwirtschaftsgebiet reinpacken?
Hier vielleicht noch ein Friedhof oder so. Nicht genügend Geld, okay. Ach so. Wir kriegen, haben mittlerweile ein Defizit, weil die Berufsschule so viel Geld kostet wahrscheinlich. So. Haben wir uns darum gekümmert. Was wir machen könnten, ist, wir könnten Industriegebiete höher besteuern, weil dann kriegen wir erstens mehr Geld und zweitens haben wir hier sehr viel Nachfrage. Die können wir ein bisschen einschränken dadurch. Gucken wir einfach mal, wo der hier hinläuft. Hier ist echt viel Fußverkehr. Okay, das chillt im Park scheinbar. Ne, hier hinten, in seinem Haus. Okay. Interessant. Es ist aber kein Fußballspielen, was die Leute hier machen. Das ist die Schule, oder? Die sieht eigentlich gar nicht schlecht aus von der Seite. Oh, wow. Es ist gar kein unangenehmes Panorama, finde ich. Simon Reiser, hochgebildeter Erwachsener in der Herbstresidenz. Ja, Steuern zu hoch, ist klar, dass sie sich beschweren, aber dafür kriegen wir auch ordentlich Geld. So. Haben die langsam mal was erforscht hier? Nein, haben die nicht. So, was können wir noch? Haben wir schon Post zum Beispiel? Hier nicht. Post war, glaube ich, hier, ne? Ja. Nee, das ist Taxi. Taxistand. Brauchen wir Taxis? Brauchen wir. Wir könnten hier so Besichtigungstouren machen. Diese violetten Gebiete sind die, die besonders interessant sind für die Leute. Es gibt einmal hier Wandertour. Oh, siehst du. Neue Reputationslevel freigeschaltet. Ist eigentlich nichts, was wir nicht schon hatten. Aber wir haben ein akademisches Werk fertig. Sehr gut. Dann geben wir mal das nächste in Auftrag und dann gucken wir gleich nochmal nach der Post. So, Seifenkiste im Maschinenbau. Okay, geben noch eins. Gut. Können wir uns ja gerade leisten. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, die Post müsste vielleicht hier hinten ist sie nicht, oder?
Hier ist eine Straßenmeisterei, die können wir auf jeden Fall mal reinbauen. Die sorgt dafür, dass die Straßen in einem besseren Zustand sind, was immer eine gute Idee ist. So, bauen wir die mal hier hin. Wo sind denn dann, wenn die hier nicht sind? Ah, hier bei Industrie, da sind die Posten. Okay, hier eine hinbauen. Die geht bis hierhin. Dann können wir hier eine hinbauen für die Berufsschule. Dann haben wir nicht genügend Geld. Okay. Aber wir merken uns, wo die Post ist. Und dann brauchen wir hier auf jeden Fall auch noch eine oder zwei. Also vielleicht hier eine, da eine. Und dann hier zwischen den beiden Industriegebieten, die könnten wir verbinden. Und zwar verbinden wir die mit einem von diesen Straßen. So, das hieße dann nämlich, dass hier nur Fußgänger durch dürfen und Servicefahrzeuge. Was ist das hier zum Beispiel? Es sind Müllwagen und Streifenwagen. Also die dürfen weiter durch, aber der Verkehr von den Industriegebieten, der geht hier nicht durch. Dachte ich eigentlich, was ist das hier? Rückzeug? Was ist Rückzeug? Rückezug? Großer Holzplatz, exportiert Waldexporte. Okay, scheinbar die Industriefahrzeuge gehen hier doch durch. Ja, okay. Naja, wir lassen uns mal nicht stören davon und bauen jetzt hier eine Post hin. Und zwar mal diese hier. So. Und dann haben wir hier noch ein Postfuhramt. Können wir hier hin tun? Und hier auf dieser Seite wollten wir auch noch eins, aber da ist nichts frei scheinbar. Okay. Und eine Postsortieranlage, wo auch immer wir die jetzt hinstellen, vermutlich irgendwo zentral. Also hier zum Beispiel. Warum ist hier... Was soll der rote Punkt da bedeuten? Ach so, das heißt, sie haben freies Mittagessen. Das ist eine der Policies. Okay. Gut. Im Normalbetrieb. Siehst du, jetzt haben wir hier 810 Studenten von den 500, die wir brauchen. Und wir brauchen nur noch das zweite akademische Werk. Dann können wir eine neue Stufe aufsteigen. Nicht genügend Verkaufswaren. Es scheint, wir müssen tatsächlich dann doch irgendwann mal ein neues Industriegebiet bauen. Weil wir haben nicht genügend Verkaufswaren. Vielleicht große Stadt. Okay. Geisteswissenschaften können wir jetzt. Wir können eine Akademie der Geisteswissenschaften bauen. Sehr gut. Okay, wie machen wir das jetzt? Wir könnten Fischerei hier hinbauen. Allerdings ist dazu das Wasser vielleicht ein klein wenig verschmutzt. Also müssten wir erstmal das Abwasser. Wo haben wir das Abwasser? Hier. Müssen wir ein paar Kläranlagen hinbauen. Hier kommt eh Industrie hin. Und dann reißen wir dich ab und hoffen, dass nichts kaputt geht hier.
Ja, siehst du, das sieht schon viel besser aus. Okay. Ja, dann wollen wir gucken, ob wir hier Fischerei hinbauen können. Ah, es gefällt mir gar nicht. das ist alles zu eng hier. Hier ist zu wenig Wasser. Guckt euch das an. Hier könnte man vielleicht eine Sache hinbauen, aber wir warten, bis das Wasser hier unten angekommen ist. Das klare Wasser meine ich. Und dann bauen wir hier erstmal ein normales Industriegebiet, das uns Waren herstellt. Das war verkehrt. Ja. Das geht dahin, das geht dahin, das ist alles richtig. Was ist da los? Oh, habe ich hier aus Versehen Straßenbahn mit reingelegt. Das ist natürlich ungünstig. So, jetzt haut's hin. Gut, das ist unser Industriegebiet. Brauchen wir noch eine Feuerwehr? Können wir ruhig eine große hinbauen. So. Dann Wasser. Warum brauchen wir jetzt keine Industriegebiete mehr? Als ich angefangen habe, das hier zu bauen, ich habe noch nicht eine Zone gesetzt und als ich angefangen habe, das hier zu bauen, da war das noch vonnöten. Warum jetzt nicht mehr? Das irritiert mich. Bauen wir es trotzdem hin und dann bauen wir ein Wohngebiet vielleicht hier hin, irgendwas Pittoreskes mit geschwungenen Alleen vielleicht. So. Können dann die Leute wohnen, die im Industriegebiet arbeiten. Und auch da packen wir ein paar Fußwege hin.
So, wie sieht das aus? Ich find's gut. Okay. Okay. Und zwar packen wir hier an die großen Straßen, an die Alleen, packen wir die großen Wohngebiete, die dichten Wohngebiete. Und an die anderen packen wir die weniger dichten. Ah, das war verkehrt. So. Müssen wir natürlich gleich auch wieder für Wasser sorgen hier. Und vielleicht die eine oder andere Policy enacten hier drin. Aber generell ist das hier als Wohngebiet gedacht für die Leute, die in dem neuen Industriegebiet arbeiten. So. Hier können wir mal Gewerbegebiet, damit die was zum Einkaufen haben, die Leute hier. Aber halt eher so ein bisschen begrenzter. Und hier hatten wir auch noch. Müssen wir sowieso gleich auch noch mal einen Park oder eine Kirche oder irgendwie sowas bauen, zentral hier. Damit. Ja, ich glaube, das. Nee, da ist noch eine. Aber weißt du was? Hier kommen ein paar Bürogebäude hin. Mal gucken, ob die Fuß fassen hier drin. Und der Rest. Warte mal. Zack. Der Rest geringe Dichte Wohngebiet. Gut, brauchen wir zum Beispiel eine Schule hier. Da könnten wir diese beiden bauen hier und die bauen wir relativ zentral, aber nicht zu zentral. So, da haben wir zwei Schulen. Dann brauchen wir einen Arzt irgendwie. Zum Beispiel hier das. Nee, das ist ein Nursing Home. Ich brauche das kleine Krankenhaus. Wo ist das kleine Krankenhaus? Also Dorfkirche ist auf jeden Fall schon mal keine schlechte Idee. Die packen wir auch an einen. Obwohl die Dorfkirche kann. Ja, die kann ruhig hier rein. Okay, wir brauchen ein kleines Krankenhaus. Kleines Krankenhaus, kleines Krankenhaus. Wo ist das kleine Krankenhaus? Habe ich das gar nicht mehr? Im Yoga-Garten. Okay, warum nicht? Krankenhaus müssen wir noch mal gucken, was wir da machen. Hier halte ich mich nicht an die Straßen, weil das ist zu freckelig. So, und wir brauchen einen Kredit, um das fertig zu bauen hier. So, aber Park brauchen wir trotzdem noch. Feuerwehr und vielleicht eine Polizei. So. Nehmen wir die Dorfpolizei hier. Oder nehmen wir so eine. Das ist doch gar nicht schlecht. Passt dann irgendwie zu dem anderen. Und Feuerwehr. Nee, haben wir eine Dorffeuerwehr. Hier haben wir eine. Oh, das ist aber ganz schön. Ganz schön massiv. Packen wir die hier hin. So. Ist die Frage, ob die Strom haben jetzt. Ich glaube eher nicht. Nee. Jetzt haben die Strom. Ist nicht sehr redundant. Darum verbinden wir das hier noch. Apfelhain-Residenz. Okay, Early Adopter. Eigentlich wollten wir hier ja noch ein paar Policen machen, bevor das allzu voll wird. Machen wir das mal.
Mal gucken, wie er unser kleines Dörfchen nennt hier. Brarup. Okay. Was wollen wir denn für Policen in Brarup? Kostenloses WLAN ist nie verkehrt. Bildung als Profitgeschäft klingt jetzt nicht so toll. Steuerentlastung. Hightech-Häuser, so Niedrigenergie und sowas. Ja, das reicht. Okay. Okay, dann würde ich sagen, haben wir ja jetzt auch schon wieder eine halbe Stunde überschritten. Das heißt, das war's für heute. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit City Skyline Spobe Heide. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Rest der Woche und bis denn. Ciao. Wo ist der Knopf? Ach ja, und like das Video, bla bla und bla 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 bla.